Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tony Hawk's Project 8. Im Gegensatz zum letzten Part eine, ja, neue Aufnahme. Ich erkläre es mal kurz, warum, wieso, weshalb, warum. Weil, ich schneide mal kurz einen kleinen Ausschnitt rein von der gerenderten Aufnahme, die ich letztes Mal, also den letzten Part, ja, glaube ich, mit der Schaffen des Straßenbowlings absolviert habe. Ja, auf jeden Fall diese Soundproblematik, die herrschte die ganze Zeit vor. Also der erste Part war alles super, ne? Aber ab dann, ich weiß, jetzt ist irgendwas mit dem Rennern schief gelaufen. Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt nur, ich habe die Rohdateien leider nicht mehr. Ne? Das heißt, ich hätte jetzt entweder die Wahl gehabt, A, ich synchronisiere den ganzen Scheiß nach, oder B, ich mache den Scheiß einfach nochmal. Ja, ich hätte zwar einen alten Spielstand, aber es macht jetzt eigentlich aktuell keinen Sinn, weil da müsste ich auch wieder das Bowling neu machen, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Deswegen, ich würde jetzt einfach die 2 Stunden, ja, die ihr verpasst habt, einfach mal versuchen nachzuholen. Da war echt eine Scheiße dabei, die ich hoffentlich ein bisschen besser schaffe als vorher, weil da habe ich schon alleine 3 Stunden für gebraucht. Und ja, mal gucken, wie es wird. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich hatte 3 Sachen gemacht in den 2 Stunden. Für mehr hat es wirklich nicht gereicht, weil die eine Sache hat, wie gesagt, auch 1,75 Stunden veranschlagt. Es war einmal einen Spot zu machen, also Manual Spot war das. Ich suche gerade den Start. Ich glaube, da vorne ist er. Kann ich den einfach nochmal neu machen? Jetzt nur mit 4 oder? Ja, okay. Ja, okay, das klappt ja super. Da war es noch eine Aufgabe von einem anderen Kollegen. Und dann noch eine richtig krasse Aufgabe, für die ich halt, wie gesagt, 1,75 Stunden gebraucht habe. Ich habe jetzt nämlich das Problem, also ich habe zwar einen Vorteil, ich kenne jetzt den ganzen Scheiß, aber ich spiele wieder mit dem Controller, der nicht so gut kann, ne? Der immer das drückt, was er nicht drücken soll. Ich guck gerade mal nach. Deswegen, wir haben jetzt auch eine krasse Spielzeit, im Gegensatz zum letzten Mal. Nämlich irgendwie 7,5 Stunden oder 8 Stunden oder so. Das sind übrigens meine Stats, ich glaube, da ist das letzte Mal auch ein bisschen was passiert. Aber was da genau jetzt ist, tut mir echt leid, ich kann das nicht mehr wiederholen. Genau, 7,5 Stunden habe ich jetzt. 2,5 Stunden davon war die letzte Aufnahme. Das heißt, theoretisch müssen wir jetzt 2 Stunden davon abziehen, um den Fortschritt zu haben, den wir eigentlich hätten. So. Ich suche gerade nur die Optionen, weil ich kann bestimmt... Nein. Ich wollte eigentlich... Och, Manu. Die Vibration ausstellen. Ja, egal. Was soll's. Gut. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal hiermit an. Also ich glaube, ich kann das mit dem Controller nicht spielen. Ich glaube, ich muss gleich einen anderen Controller nehmen, weil das funktioniert nicht. Weil der macht halt das, was er will. Ihr kennt es vielleicht aus anderen Let's Plays von mir, dass er halt irgendwelche Richtungsanzeigen nimmt, die ich gar nicht mache, so wie jetzt zum Beispiel auch. Okay, nee, tut mir leid. Ich muss immer eben den Controller wechseln. So, neues Spiel, neues Glück. Oder neuer Controller, neues Glück, besser gesagt. Der sollte eigentlich funktionieren. Der fühlt sich zwar ein bisschen klobig an, muss mir jetzt erstmal auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber das passt schon. Auf geht's! Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo ich jetzt hier genau langfahren muss. Okay. Das hat ja super funktioniert. Alter! Okay, das ist echt... Oh, ich brauche einen eingespielten Controller. Ich muss gleich schon wieder wechseln, so wie es aussieht. Ah, ich gewöhne mich da schon dran, bestimmt. Ja gut, also der war eigentlich ziemlich easy. Ich habe die anderen beiden Ziele halt in einer Viertelstunde ungefähr geschafft, gefühlt. Deswegen dürfte das eigentlich jetzt nicht allzu lange dauern. Vor allem nicht, wenn ich den hier so mache. Weil hier haben wir schon den 2. Punkt. Das war so schlecht. Hauen wir bloß nicht ab, Fokus. Dann müssen wir einmal hier runter. Also wie gesagt, der Vorteil, den ich jetzt habe, ist, dass ich eigentlich weiß, was ich tun muss. Nachteil ist halt wirklich der Controller. So. Komm. Weil die beiden Sachen... Ich habe Angst vor dem 3. Ziel, was ich erneut machen muss. Auch da habe ich natürlich den Vorteil. Ich weiß jetzt ein bisschen wenigstens Bescheid. Okay, aber das ist, glaube ich, gediegen. Sollte kein Thema sein, weil da hinten ist, glaube ich, schon das Ziel. Jawohl. Zack. Lande das für krank und... Geschafft! Warum habe ich den noch nicht gehabt eigentlich? Ah, okay. Hier haben wir ein Ziel, genau, Tanzstunde. Hey, Loser! You suck! Ah, man, maybe they're right. I just wish I had enough money to take dance lessons, but my dad won't give me any.
He says dancing's for Nancy's. My name isn't Nancy. Hey, maybe if you can help me earn enough money, I can sign up for those lessons. But we gotta hurry, the studio closes soon. So genau, mach einen Worldwide über die Poster und häng neue auf, damit die Spendenaktion bekannt wird. Dann hilft dem Maskottchen mit dem Geld für Tanzstunden. Für Flatland Tricks mach ein Manual und drück dann die angezeigten Tastenkombinationen. Okay. Also im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal eigentlich nur... Im Endeffekt müssen wir jetzt einfach nur... Worldwide! Zack, Nummer 1. Also das war ein Ziel, das habe ich direkt beim ersten Mal geschafft. Wäre traurig, wenn das jetzt nicht so wäre. Nee, ich habe mich echt lieber dazu entschlossen, dann... alles nochmal neu zu machen. Ich hatte beim letzten Mal, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, auch nur den ganzen Scheiß für mein, ich nenne es jetzt auch doch mal Zockerbuden-Video gemacht, was ich jetzt auch schon mittlerweile zusammengeschnitten habe, möglicherweise. Jawohl! Zack. Was? Bitte? Okay. Und davor schon das letzte Poster. Das heißt, dann war ich eh schon bedient, ne? Und habe danach dann auch lecker 2,5 Stunden aufgenommen und verkackt. Alter, ich brauche deine Hilfe! Okay, Maskottchen. Ich komme. Ups. Nein. So, komm, stopp. Ja, ich habe nicht mal Zeitdruck dafür. So. What up? Ich bin noch nicht gut genug, um Geld zu verdienen. Mach ein paar Skateboard-Tricks oder irgendwas. Ach so, genau. Da muss ich ein bisschen was aus dem Manual herausmachen. War der falsche. Dann können wir erstmal stehen. So. Reicht das schon? Nee. Ach, ich muss das die ganze Zeit jetzt machen, oder was? Nein! Ja, ja. Ist ja okay. Bleib geschmeidig. Ich bin ja gleich soweit. Anti-Casper. Zack, stehen. Auch stehen. Wow, wow, wow. Was? Mach jetzt den Scheiß. Danke. Oh ja, jetzt kann ich mir Tanzstunden bei Flamingo Footsteps leisten. Dankeschön. Ja, und das war's schon. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo der letzte Shit war. Dein Straßenbowling war es nicht. Ach, das war nur ein Spot. Das war Nail the Trick. Ah, ich glaube, das war hier oben, muss das gewesen sein. Da hinten. Wo habe ich da keinen Bock drauf? Wow. Immobilienwut, genau. Can you believe this crap? Another real estate agent wants to move in on my turf, huh? Hey, I've got no problem with a little friendly competition. Bring it on! As a welcome gift for these losers, you're gonna turn this town into Chaos City. They'll be gone in no time. Or do you have a problem with that? Grind 4 Open House Schilder. Macht 2 Reklame War Plans. Indie am Uhrturm. Highscore 65.000, 130.000, 400.000, 30.000er Combo. Sammle Skatte, sammle Combo, finde die geheime Disc. Ja, es ist wieder ein Classic Mode, wo man alles auf einmal schaffen muss. Ja, ja. Und da habe ich letztes Mal echt lang dran gehangen. Erstmal habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt mal eine einigermaßen brauchbare Route zu finden. Das kann ich schon wieder vergessen. Und zum anderen kam natürlich noch dazu, das dann letztendlich zu schaffen, war natürlich dann auch nicht so ganz einfach. Für mich zumindest. Dankeschön. Also die Route, die müsste ich, glaube ich, noch raus haben. Kann sein, dass ich jetzt erstmal bei den ersten Versuchen vielleicht ein bisschen was vergesse, weil... Gut, es ist eigentlich erst 2 Tage her, aber... wo ich aufgenommen habe... Aber es macht ja erstmal nichts. Weil die Punkte, die haben mich am Ende echt meistens getötet. Jetzt bin ich nämlich schon wieder so ein bisschen auf dem Holzweg, was ich machen wollte. Das war nämlich dumm. Das war richtig dumm. Weil ich wollte mich eigentlich jetzt erstmal um den Indian Uhrenturm kümmern. Bisher habe ich noch nichts gemacht. Ich habe nur, glaube ich, 2 Schilder kaputt gemacht. Ja, okay, komm, das machen wir auch nochmal. Wie gesagt, ich weiß glücklicherweise, wo der ganze Scheiß ist. So, und zack, und hu. So, schon mal direkt ein paar Punkte holen. Das waren 10.000 Punkte, Alter. Das Schlimme ist, ich habe letztes Mal echt da locker 30.000, 40.000 Punkte geholt, sodass ich dann hinterher natürlich noch nicht mehr so viel zu tun hatte. Dann müssen wir mal den hier machen. Und dann einmal... Das ist der Glockenturm-Indie. Ist egal, ob es jetzt nicht sauber war, interessiert mich nicht. So, und da gab es... Ich habe mich eigentlich auch schon immer gegrindet. Also ich mache das gerade echt nicht gut. Weil ich wollte natürlich schon immer schon auf dem Weg dahin, wenn ich die anderen Ziele erfüllt habe, alle Punkte holen. So, und jetzt war nämlich eine Sache, da habe ich echt lange für gebraucht. Man muss mich relativ viel auf den Dächern auch immer machen. Und, ja. Das habe ich halt relativ häufig erst zum Schluss machen wollen. Ja, okay. Kann ich vergessen.
Und zwar muss man über diese Kackpizza, ne, die auch echt oft mal nicht funktioniert, weil man da einfach hinfällt aus irgendwelchen Gründen, was nicht zu erklären ist, meiner Meinung nach. Wunderschön. Da, guck. So, 40.000er-Kombo. So geht das nämlich. Klappt es auch mit dem Nachbarn. Das Gute ist aber, ich habe jetzt auch natürlich für die Punkte eine andere Strategie, als ich die ersten... als ich die ersten 80 von den, keine Ahnung, 100 Minuten hatte. Womit es auch einfach besser funktioniert, am Ende die Punkte zu holen. Oh, das ist so ein Klack-Controller, ne? Das Schöne ist, ich höre auf jeden Fall, wenn ich drücke, kann ich mich nochmal beschweren. So. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Tickeli-tackeli-tack. Nein, schreib nicht Schreibmaschine. So. Oh, und das geht mir so auf den Sack, diese Scheiß-Buggy-Turm-Kacke. Ich muss schauen, wie lange ich heute dafür brauche. Also ich will es auf jeden Fall heute auch wieder beenden. Ich habe mich auf jeden Fall dazu entschlossen, nicht mehr allzu lange Aufnahmen am Stück zu machen. Also hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr 2 Stunden am Stück aufnehmen wollen würde. Aber ich würde es dann zwischendurch mit dem Schnitt erledigen. Weil irgendwie, also das habe ich leider auch wirklich zu spät gemerkt. Das habe ich auch immer, natürlich genau dann, wenn ich gerade ein bisschen Platz auf meiner Festplatte mache, ne? Und ich mir denke, oh, du könntest mal so ein paar alte Aufnahmen löschen, ne? Gerade gerendert. Das ist natürlich dann auch die einzige, die ich natürlich nicht überprüft habe und noch nicht hochgeladen habe und sonst irgendwas. Da habe ich echt irgendwie so ein Karma für, ich weiß auch nicht. So. Oder wenn ich dann irgendwie einen Tag später rendere als sonst, ne? Dass dann mein Rechner irgendwie abkackt und ich mir nicht mehr in die Daten komme, wie es bei Wayman der Fall war. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Nein! Oh, okay, super. Das, hier ist übrigens die geheime Disk. Hier ist auch das E. So, und jetzt müssen wir bestenfalls... Das ist aber kein Muss. Das ist nur nice to have. Hat auch nicht funktioniert. Nee, dass wir dann von da aus nämlich direkt auf diese kleine Gelande kommen. Weil da oben ist nämlich der zweifache Warplane, den wir machen müssen. Ich weiß mir echt noch nicht, ob ich hier überhaupt schon schnell genug bin. So, müssen einmal stoppen kurz. So, einmal den hier. Zack, Nummer 1. Und das gleiche nochmal in grün. Nur mit einem Zeitsprung. Tack. So, ganz gediegen. Dann haben wir jetzt das T. Also wie man sieht, ich habe das auf jeden Fall einige Male gemacht. Also ich bin sonst nirgendwo so routiniert wie hier. Das können wahrscheinlich Zuschauer von mir bestätigen. Vor allem gerade bei Spielen, die ich jetzt nicht so gut kenne. So, und jetzt haben wir eigentlich alles geschafft. Jetzt können wir uns an die Punkte und an die Combo wagen. Also nicht an die Combo als solche, sondern also nicht an den Wert. Sondern einfach nur an die Buchstaben. Ich brauche 360.000 Punkte. Das ist schon eine ganze Menge. So. Okay, jetzt müssen wir leider ein bisschen aufpassen. Weil... Genau deswegen. Scheiße, das war dumm. Ah, das war doch ganz gut. Weil ich hatte nämlich leider zu spät gerafft, dass ich da ja nochmal runter muss. So. Dann holen wir jetzt nämlich hier nochmal ein bisschen R. Die kriegen wir noch hin, die halbe Drehung. Oh, scheiße. Nein. Scheiße. Ah, okay. Ich wäre, wenn ich da hochgekommen wäre, hätten wir es geschafft. Aber es hat ja zumindest schon mal die Route raus. Du hast ja den Rang nicht viel besser. Ja, ich will nochmal, bitte. Habe ich auch übrigens rausgefunden. Also, wenn man einmal das Profiziel quasi erreicht hat, dann... Nein. Erst dann hat man die Chance, das auf krank zu holen. Das ist ein, man schafft natürlich direkt beim ersten Versuch alles, was natürlich utopisch ist. Würde ich mal einfach behaupten. Es gibt vielleicht Leute, die das irgendwie direkt beim ersten Versuch alles schaffen, ohne es auch in irgendeiner Form zu kennen. Aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Ja, 12.000 Punkte ist ein bisschen arm. So. Ich bin natürlich auch ein paar Ränge aufgestiegen jetzt in der Zeit, ne? Also bei der letzten Aufnahme, wie gesagt, 2,5 Stunden bin ich rumgeeiert. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich ein paar Heizer mehr habe als vorher. Ich habe da auch noch nichts. 678 im Paar, wie gesagt, ne? Ich habe davon aber noch nichts geholt oder sonst irgendwas. Also allzu viel habt ihr auf jeden Fall nicht verpasst. Ich schätze mal, wie gesagt, ein paar Stats. Wir gucken gleich auch nochmal, wenn ich das Ziel hier geschafft habe, aufs Videofon. Das war ziemlich dumm, dass ich das jetzt so machen wollte. Es wäre eigentlich sinnvoller, wenn ich erst das Hidden Tape hole und sowas. Also Hidden Disc besser gesagt. Weil im Endeffekt ist es eigentlich auch egal. Hoffe ich mal. Und hepp. Ich habe übrigens auch gerade Pizza gegessen. Nein. Ihr habt ja auch gerade gesehen, also von der Zeit her bleibt nicht viel übrig.
Wobei, es war auch schon ein langsamer Versuch. Also, da hatte ich auf jeden Fall schon deutlich bessere Versuche. Dieser Scheißbaum. Komm. Also, das will ich, wie gesagt, heute auf jeden Fall schaffen. Wir haben heute übrigens den 21.09. Nein! Ich wollte es unbedingt noch kriegen. Ach, fick dich doch ins Knie. So, zack. Ich glaube, wenn ich mit dem Controller länger spiele, kriege ich Handschmerzen davon. Also 2,5 Stunden damit wäre schon eine Qual, eine gewisse. Wow, mein Gott, wo bin ich jetzt? Ja, oh ja, fast 40.000 Punkte, ist auch nicht schlecht. Nein, nicht so hoch, bitte. Nein! Das klappt! Nicht, hat nicht gezählt. Ja, ich war nicht über den Glocken, über den Uhrenturm. Boah, ey, Mann, ich drücke auch immer zu früh. So. Das Schlimme ist, mir ist jetzt schon warm, weil ich so voll Adrenalin gepumpt bin. Weil ich einfach weiß, was mich letzten Sonntag, als ich scheiße mich aufgenommen habe, alles, ja, beschäftigt und erwartet hat vor allem. Warum? Alter, wieso schaffst du den Sprung denn nicht mehr? Bist du doof oder was? Das ist eine kurze Frage. Los, Blanzleit, Bonk. Ja, okay. Alter! Geh mir nicht auf den Sack! Mir ist echt schon wieder warm. Ich habe eigentlich gedacht, ach, heute ist mal ein Tag, ne? Da klebst mal nicht, wenn du von der Arbeit kommst. Also es ist schon ziemlich schwül gewesen, aber halt nicht so warm. Und jetzt, dafür öle ich mich jetzt kaputt. Wir haben ja 20.000 Punkte. Und Indy, mein Gott, ich hasse es, wenn dieser Scheiß, Satin Spine Transfer, ist auch egal, wenn der auf jeden Fall nicht funktioniert. Boah! Okay, solche Probleme hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich schieb's einfach mal dreist auf den Controller. Weil diesen Sprung habe ich eigentlich zu 95% geschafft. Also mindestens. Ich will sagen, also, komm mal! So, fick dich. Eine fette Kombo oder Ziel drauf gepfiffen, weil brauchen wir nicht. Kriegen wir auch so am Ende hin. Wenn er nicht so dumm geflogen wäre, hätte ich weitergemacht. Aber irgendwie ist er komplett durch das Haus gespackt. So, komm, Baby. Und zack. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, ein paar Special-Punkte mehr geholt. Stats-mäßig. Boah, ich gehe kaputt. Ich habe die Zeit doch nicht.